Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Studierende, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich würde gern ein Video ergänzend in der Reihe Digitale Lehre heute online stellen, nämlich im Hinblick auf die Weiterentwicklung von Matrix/Elements als zentralen Kommunikationshub für die digital gestützte Lehre. Warum gerade jetzt und warum heute? Ist es so, dass das Team um die Matrix, Christian Bruch hat hier, um ihn als allererstes zu nennen, Zahlen veröffentlicht hat, wie sich das Nutzerverhalten in der Matrix entwickelt hat im letzten Jahr. Und das Ganze gibt Anlass zur Hoffnung, dass sich Matrix als zentraler Messenger für die TU Dresden durchsetzt. Und ich zeige Ihnen ganz kurz die NutzerInnenzahlung, Zahlen für die Zeit von letztem Januar bis jetzt Januar 2021. Hier sehen Sie die jeweiligen Neuregistrierungen. Sie sehen, Sie haben Spitzen im März, also das heißt, als wir das erste Mal in die digitale Lehre gegangen sind. Und gleichzeitig dann wieder eine neue Spitze zum Wintersemester 2020. Und im Moment stehen wir bei ungefähr 17.000 Userinnen, die sich registriert haben für diesen Messenger-Service an der TU Dresden. Das ist insofern bemerkenswert, als es natürlich andere Alternativen gibt, kommerzieller Art, also als das vor allen Dingen WhatsApp zu nennen wäre. Aber auch andere Alternativen wie Telegram oder Signal, die durchaus im Funktionsumfang noch einen Schritt weiter sind. Aber Matrix hat hier oder mit der Matrix haben wir die Option, einen Messenger zu etablieren, der in der Funktionalität beinahe an die großen und nutzerinnenstarken Messenger heranreicht. Aber mit dem ganz entscheidenden Vorteil, dass er auf Servern der Technischen Universität Dresden läuft und man sich mittels seines ZIH-Logins zentral, also wie für seine E-Mail, für den Dienst registrieren lassen und ihn nutzen kann. Vielleicht ganz kurz würde ich zeigen, wie sich der Service bei mir im letzten Jahr entwickelt hat. Und alle, die jetzt hier namentlich genannt werden, mögen mir das verzeihen, aber es ist eher ein öffentliches Verzeichnis. Insofern denke ich, geht das für diesen Ausnahmefall schon einmal in Ordnung. Und jetzt muss ich den Untertitel mal ganz kurz anpassen hier. Das muss ich jetzt live machen und in Farbe, sonst. So. Also, ich benutze die Matrix als zentralen Kommunikationshub mittlerweile für ganz unterschiedliche Aufgaben. Erstens, um organisatorische Details an der Fakultät SLK zu besprechen. Zum anderen aber für die Lehre und benutze da auch die Communities. Und hier aufgeblendet habe ich das Seminar Koloniallinguistik, eingeblendet mit einem Etherpad mit allen notwendigen Informationen für das Seminar. Dann sehen Sie hier einen fortlaufenden Kommunikationskanal, der durch das ganze Semester hindurch trägt und auch darüber hinaus weiter geöffnet bleibt. Ich nutze diese Kanäle, die fortlaufen, sowohl für die Vorlesungen als auch für die thematischen Seminare. Und wie Sie hier schon sehen, solche thematischen Trenner, um die Einzelsitzungen voneinander zu unterscheiden. Das ist insofern wichtig, das zeige ich Ihnen auch gleich, als man daran natürlich zu den jeweiligen Sitzungen springen kann im chronologischen Verlauf. Und zwar, indem man auf das Datum blickt und dann mit einem Bookmark an die jeweilige Stelle im Diskussionschat springt. Und Sie sehen immer hier, sehen Sie die Trenner für die jeweiligen Sitzungen. Und so ein chronologisch fortlaufendes Protokoll hat sich tatsächlich im Semester bewährt. Und wir benutzen diese Kommunikation untereinander, um uns auszutauschen, Fragen zu stellen, Material zu teilen und miteinander zu kommunizieren. Sie sehen auch, ich blende jetzt mal die Community zur Koloniallinguistik auf, dass wir hier eine zentrale Gruppe haben, in der wir alle miteinander kommunizieren. Und dazu gehöre ich fünf weitere Gruppen, in denen Studierende, die sich selbst thematisch auf einen
spezielles Thema vorbereiten und die Matrix nutzen, um sich abzusprechen, Termine zu vereinbaren, Inhalte zu teilen, Arbeitsversionen zum Beispiel von PowerPoint-Präsentationen zu teilen oder PDFs, Handouts und so weiter und so fort. Also hier benutzen wir diese Plattform zum gemeinsamen Teilen und Austausch von Wissen im seminaristischen oder im Lehrkontext. Die Vorlesung fällt dahinter natürlich etwas ab, wenn ich die mal aufrufe, weil wir hier tatsächlich nur einen Kanal haben. Aber auch hier sehen Sie, dass wir tatsächlich in diesem Kontext des Seminars, der Vorlesung Reformation und Revolution sehr breit Material teilen und sehr breite Diskussionen haben. Das allein im Moment ist die Vorlesung aus der letzten Woche, um das jetzt mal zu illustrieren. Und parallel zu einer Videopräsentation, also einem Video-Input, der asynchron vorproduziert ist, dann aber in dem Vorlesungsslot in einem Umfang von 40 Minuten gehört wird, diskutieren wir gemeinsam in dieser Gruppe. Deswegen ist die Matrix für mich hat für mich eine besondere Relevanz für die akademische Lehre, also generell Messenger. Und das Ganze hatte ich schon einmal hier in dieser kleinen Reihe illustriert im Kontext der Frage, wie wir asynchrone und synchrone Formate in der akademischen Lehre verbinden können. Und da spielte der Chat als eine synchrone Option eine große Rolle, da es dann möglich ist, ohne räumlich kopräsent zu sein, aber miteinander zu kommunizieren, entweder synchron oder dann natürlich mit Abstand. Für die akademische Lehre nicht zu vernachlässigen ist der informelle Charakter von Messenger-Kommunikation, der es mir als Lehrendem erlaubt, auch informell schnell Informationen an eine Gruppe durchzugeben und viele Interessierte damit zu erreichen, ohne dass ich jetzt separat E-Mails schreiben müsste oder dass ich, was ja bisweilen vorgekommen ist, zusätzlichen Aufwand betreiben muss, weil ich zum Beispiel über den Opal-Versand von Sammel-E-Mails nicht alle erreiche, weil der Service nicht korrekt funktioniert. Das Ganze passiert mir in der Matrix nicht. Und es ist eine relativ niedrige Schwelle einzusteigen, aber man muss sich aktiv dafür entscheiden, in einer Gruppe teil zu sein. Und das Ganze ist schon mal eine gute Voraussetzung, um miteinander zu interagieren. Wozu brauche ich diesen Messenger konkret in den jeweiligen Vorlesungen oder in den Seminaren? Und zwar habe ich hier das Fett herausgehoben, der schon bekannten Grafik, nämlich für Interaktionen und Organisationen und zum Zweiten für Information. Und ich trage dann mit dem Messenger dem Umstand Rechnung, dass nicht immer und für jede Art der Absprache eine Videokonferenz notwendig ist, sondern man diese Formen der Absprachen auch in einem Messenger umsetzen kann. Also es ist ein zweiter Kanal, der auf ganz verschiedene Bedarfe Rücksicht nimmt, sowohl der Studierenden als auch der Lehrenden. Denn ich für meinen Teil habe auch das Recht zu sagen, ich möchte keine Videokonferenz machen. Ich würde mit euch lieber Ihnen lieber diese Inhalte hier besprechen und das Ganze kann auch entlastend sein. Hier noch einmal die Tools, die dafür zu verwenden sind. Hier sehen Sie den Messenger Elements auf dem Matrix-Protokoll und ebenso gleichzeitig hier Messenger Elements auf dem Matrix-Protokoll, das wir hier an der TU Dresden einsetzen. Vielleicht ganz kurz, ich würde mir wünschen, dass wir dahin kommen. Also das heißt, es ist natürlich jetzt rein spekulativ und gefabelt. Allerdings gibt es gute Gründe, auf Matrix als zentralen Kommunikationshub zu setzen. Ich zeige auch gleich noch einmal im Detail, warum. Und zum Zweiten würde ich Sie auf die Seite hinweisen, dort docmatrix.tu-dresden.de/y. Und die Seiten würde ich mir jetzt gerne mit Ihnen noch anschauen. Also das heißt, ausgegebenes Ziel ist ein sekundäres und sehr schwaches Ziel, dass wir die Anzahl der Nutzerinnen auf der Matrix erhöhen durch eine weitere Entwicklung und Attraktivitätssteigerung des Service. Ich kann mir zum Beispiel gut vorstellen, und das würde ich mir sehr wünschen, dass das Dateiformat oder dass der Umfang einer Dateigröße, die über die Matrix geteilt werden kann, von 10 auf 25 Megabyte hochgesetzt wird.
Das ist wirklich nicht viel im Vergleich zu dem, was auf anderen Messengern möglich ist, aber es würde viele kleinere Anwendungsszenarien zusätzlich erleichtern, wenn wir das in der Matrix könnten. Es ist auch nie anzunehmen, dass jetzt alle nur ihre Files über Matrix teilen. Und das Zweite, was ich mir wünschte, mittelfristig, und wäre die Implementierung zumindest von der Möglichkeit, Sprachnachrichten zu verschicken und nicht nur anzurufen, sondern asynchron, dass sie auch asynchron abrufbar sind, Sprachnachrichten einzustellen. Das ist aber ein Zuckerstück und darauf würde ich gar nicht mal bestehen, sondern wenn man sich schon in Richtung der Erweiterung stark macht, dass man zunächst erstmal die verfügbaren Dateigrößen anhebt von 10 auf 25 Megabyte. Ja, wofür nutze ich das Ganze ganz konkret? Das würde ich Ihnen auch gern zeigen. Ich habe hier aufgeblendet eines der alten Videos zum Thema, wie ich in synchronen Formaten den Chat in der Lehre einsetze und hatte hier erläutert, dass ich, Sie sehen die Input-Phase, 2x20 Minuten oder 40 Minuten die Input-Phase oder beziehungsweise den Audio-Input, das PDF. Und ganz wichtig für die als methodischen Schritt die Möglichkeiten der Aktivierung. Und dafür ist so etwas wie ein Forum relevant. Und auf diesem Forum, auf diesem Marktplatz, diesem zentralen Kommunikationshub, von dem Sie an alle unterschiedlichen Stellen gehen können, nämlich entweder in eine Videokonferenz oder in Gruppenarbeitsräume und so weiter und so fort, eignet sich ein Messenger idealerweise. Und wir können in diesen Messengern Gruppen definieren, wir können unterschiedliche Medien einbetten, also zum Beispiel MP3s, ja, das ist relativ schnell möglich. Und wir können auf Clients auf allen Betriebssystemen mit Matrix arbeiten. Das heißt, theoretisch ist jeder prinzipiell in der Lage, an so einem Chat mitzuarbeiten und dort gemeinsam Wissen und Informationen auszutauschen. Ich präferiere, da wir schon die großartige Möglichkeit an den TU Dresden haben, den Messenger Matrix. Gleichwohl müssen wir, glaube ich, uns durchaus damit auseinandersetzen, dass Messenger-Dienste wie Telegram eine sehr harte Konkurrenz darstellen. Und um diese Konkurrenzsituation und die Schere in der Funktionalität nicht zu weit auseinanderdriften zu lassen, würde ich mir eben, wie gesagt, wünschen, dass wir die Dateigrößen anheben, die dann in den Gruppen geteilt werden können. Oder auch zum Beispiel über die Implementierung einer Sprachfunktion oder einer Funktion nachdenken, um Sprachnachrichten zu teilen. Also das Forum der Messenger, einer der zentralen Aspekte in der digitalen Lehre, wenn man nach einem synchronen Austauschformat sucht. Die zweite Seite, die ich Ihnen in diesem Kontext noch zeigen kann, ist die Informationsseite der Technischen Universität Dresden. Das heißt, warum nutzen wir Matrix? Was soll das? Wie können wir die Clients installieren? Wie schreiben wir Nachrichten? Wie richtet man Communities ein? Und so weiter und so fort. Habe ich Ihnen auch mit aufgelegt, denn schlussendlich wird dieser Kommunikationshub, dieses Forum zu kombinieren sein mit einer Plattform für kollaboratives Arbeiten. Im Moment sehen unsere kollaborativen Arbeiten Möglichkeiten im Cloud Store sehr begrenzt aus. Das heißt, der Cloud Store ist für uns auf der Basis von Nextcloud eigentlich nur eine Dateiablage, mit der man große Dateien verschicken kann, indem man dann entsprechende Links teilt. Interessanter wird es und da ist zumindest das ein oder andere im Moment im Gespräch, dass man neben der Möglichkeit des Dateiversands und des Dateienteilens auch die Nextcloud Groupware implementiert, sodass ein kollaboratives Arbeiten auf den TU-eigenen Servern möglich wird. Das wird früher oder später vielleicht CryptPath ablösen, also eine Zwischenlösung, aber es würde uns auf alle Fälle helfen, um gemeinsam zusammenzuarbeiten. Dann hätten wir eigentlich alle zentralen Elemente, die wir brauchen, um digital gestützt zu unterrichten, auf eigenen Servern der TU liegen. Nämlich erstens Videokonferenzsoftware, das zweite einen produktiven Messenger mit Matrix und zum dritten eine mit der Nextcloud eine Umgebung, mit der wir kollaborativ arbeiten können. Und das wird der Weg sein, den man
beschreiten kann, was ich sehr hoffe. Denn schlussendlich geht es darum, dass wir an der TU Dresden stabile technische Settings vorweisen, mit denen man überhaupt in der Lage ist, digital gestützt zu arbeiten und diese Trias als Videokonferenz, Messenger und Plattform für kollaboratives Arbeiten sind da zentrale Voraussetzungen und hoffentlich bald nutzungsfähig. Also wenn Sie dem Ganzen mit Vorschub leisten wollen, dann würde ich Sie bitten, dass Sie für die Matrix Werbung machen, sodass wir möglicherweise im Verlauf des Sommersemesters die 30.000 Nutzerinnenzahl erreichen oder überschreiten. Das ist ein sehr optimistisches Ziel. Und wenn dem aber so sein sollte, dann hat das Matrix-Team und der Matrix-Support an der TU Dresden alles richtig gemacht. Vielen Dank von mir dafür an dieser Stelle. Denn damit haben wir wirklich ein konkurrenzfähiges Tool für die digitale Hochschullehre. In diesem Sinne, das soll es erstmal für heute gewesen sein. Ich bin herzlich, Ihr Alexander